I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Tauschpaket. Ich habe nämlich mit der lieben Agathe Knoblauch zusammen mal wieder ein Tauschpaket gemacht. Wir haben uns unterhalten und ja, festgestellt, dass es schon Ewigkeiten her ist, seit wir das letzte Tauschpaket gemacht hatten. Und somit wurde es mal wieder Zeit. Es ist zwar kurz vor Weihnachten, aber hey, für Tauschpakete ist immer der perfekte Zeitpunkt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen so gleich an, das Ganze auszupacken. Es sieht, wenn ich es denn hochkriege, wir haben es, glaube ich, etwas übertrieben. Beide, meins war auch so schwer. Hui, hui, hui. Ha, so sieht das Ganze aus. Ich dachte erst, hä, ich habe doch gar nicht bei Rebuy bestellt, aber dann war mir klar, okay, das wird das Tauschpaket sein. Und ja, ich freue mich da jetzt schon so super, super, super drauf, das auszupacken. Und bin schon sehr gespannt, was alles da drin sich verbergen wird. Und ja, ich hoffe, der lieben Agathe gefällt mein Tauschpaket. Sie packt jetzt genau zum gleichen Zeitpunkt aus wie ich. Wir sprechen uns da ja immer so ab und machen das genau zeitgleich. Und ja, oh, ich bin schon so aufgeregt, wenn ich gleich das Video fertig gedreht habe, wie es ihr gefallen wird. So, jetzt aber schnell, nachher ist die Kamera wieder leer. Ich habe nämlich nicht geguckt, wie viel Akku ich noch habe. Zack, zack, zack. Na, die Katze saß hier eben auch und wollte mir gar keinen Platz machen. Und ja, so. Und so. Ich muss jetzt einmal zur Sicherheit auf die Kamera gucken, sonst habe ich Angst, dass die gleich alle ist. Ne, sieht gut aus. Okay, so. Ich habe auf die Kamera geguckt und das Tauschpaket ist geöffnet. Das Ganze sieht, wenn ich es hochgehoben kriege, und die liebe Agathe hat genauso übertrieben wie ich, wenn nicht sogar noch mehr, so aus. Und wow, das Eulenpapier, weil ich finde das cool. Und die Karte sieht richtig genial aus. Und ich bin schon gespannt, was da alles drin sein wird. Und ich glaube, die liebe Agathe hat es echt megamäßig übertrieben. So viel habe ich, glaube ich, da gar nicht drin. Die Karte sieht so aus, da sind zwei Frösche drauf. Die Fliege ist aufgedruckt und der versucht wahrscheinlich auf dem Klo die Fliege zu fressen. Ihr ist das Geschenkpapier beim Einpacken leer gegangen und sie musste dann improvisieren. Ich werde bestimmt ganz viel Spaß beim Auspacken haben und ich freue mich jetzt schon so. Oh, ich bin so aufgeregt, ne? Und eigentlich habe ich solche Bauchschmerzen ein wenig, weil ich heute noch etwas vorhabe und es macht mir ein bisschen Sorgen, aber das wird schon. Ich muss positiv denken und ich lenke mich jetzt erstmal mit diesem Tauschpaket ein wenig davon ab. Und das erste, was ich hier in der Hand habe, da steht nichts drauf, deswegen packe ich es einfach mal so aus und halte es euch in die Kamera. Ich kann auch nicht ertasten, das könnte was zu essen sein. Aber so ertasten richtig, was es ist, kann ich nicht. Ich gucke dann immer so weg, wenn ich was ertaste, in irgendeine Ecke, weil ich mich so konzentriere auf den Tasten. Ach, guckt mal, ich hatte recht, es ist wirklich was zu essen. Es sind einmal Gummifrösche, boah, die liebe ich so doll. Und ja, Frösche, ihr wisst ja, ich bin total der Froschfanatiker. Und meine Liebsten, nämlich Pico Baller. Ich weiß gar nicht, habe ich dir auch welche mitgeschickt? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Agathes Video findet ihr in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, ich denke dran, das zu machen. Und ich danke dir. Das ist zwar nicht gut für meine Linie, aber oh, gut für die Seele. Vielleicht nehme ich mir gleich eine Tüte mit, um die Bauchschmerzen ein wenig zu bekämpfen. Dann habe ich hier, was ist das denn? Ah, da musst du sie improvisieren, denke ich mal. Wundermittel in der Erkältungszeit. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Beziehungsweise mein Freund, der ist nämlich schon wieder am Kränkeln. Und wenn der es dann hat, dann kriege ich es auch. Ah, Tee vom Wintertrip. Kraftvoll. Früchte-Kräutermischung mit Holunderblüten, Lapacho und Vitaminen. Aromatisch mit Holunderbeergeschmack. So sieht es aus. Hört sich gut an. Den werde ich auf jeden Fall mal kosten. Das ist ja praktisch. Besonders, wenn er gut hilft und man dann nicht so schnell krank wird. Dankeschön. Wie ist denn... Ist das mit Beutel? Weil ich habe nicht so ein... Ja, ist mit Beutel. Okay. Weil ich habe nicht so ein Sieb, was man dafür benutzt, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Müsste ich mir dann ausleihen, aber das geht ja auch noch. Dann habe ich hier, oh wie schön, einen Seifenfrosch bestimmt und dann so zwei Perlen. Und oh, danke schön, ist der knuffig. Der findet einen Ehrenplatz in unserem Badezimmer. Ich habe da auch schon eine Idee, wo er sitzen kann. Und ja, oh wie schön, ich liebe Frösche. Ich liebe, liebe, liebe Frösche. Und Eulen natürlich auch, aber
Ach, Frösche, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, warum ich Ambitionen zu Frösche habe. Ich finde die irgendwie cool. Ich mag das auch, wenn die draußen quaken und so. Also ich bin da total der Fan von. Es heizt die innere Heizung an kalten Tagen an, steht hier drauf. Und oh, die liebe Agathe hat so eine hübsche Handschrift. Ne? Ich bin immer wieder neidisch, wenn ich dann meine Krakeschrift dagegen sehe. Dann denke ich mir auch nur so, Gott, was hast du denn in der Schule falsch gemacht? Du hast irgendwie nicht ordentlich aufgepasst oder so. Ich bin einfach nicht der Mensch für saubere Handschrift oder so. Keine Ahnung, kennt ihr das? Habt ihr auch so eine krakelige Handschrift? Das ist schrecklich. Ah, ich bin so aufgeregt. Oh ja, geil, Kirsch-Banane-Tee, ich liebe Kiwa. Oh, schön. Ich trinke das ja im Sommer so, so gerne als Saft oder esse das als Eis. Bei uns in der Eisdiele gibt es das auch als Eis. Und ja, als Tee trinke ich das auch super, super gerne. Ich weiß gar nicht, ob mein Kiwa noch, ob ich da noch was drin habe oder ob der leer ist, weil wenn, dann passt es super, super gut und da freue ich mich. Ich dachte gerade, die Kamera hatte irgendwas gemacht, aber ich glaube nicht. Dann habe ich hier, und ich hatte noch nie so einen Labello, nämlich einen mit Mezzomix-Geschmack. Und ich bin schon gespannt, wenn ich ihn dann abkriege. Na los, hopp, hopp. Na, geh schon ab. Ob ich ihn dann auch da rauskriege? Geh auf und komm heraus. Na, komm schon. So. Das habe ich und jetzt will ich ihn ausprobieren. Muss man ihn drehen? Ja, hier, da. Oh, krass. Übel. Weil der riecht hundertprozentig wie Hexenex. Boah, geil. Boah, das ist richtig krass genial. Also, wow. Jetzt schmecke ich auch natürlich alles nach Mezzomix, aber das ist gut. Ich habe eben Suppe gegessen und die war so scharf. Und jetzt dieser Mezzomix-Geschmack da drauf, das ist dann ein bisschen Erleichterung für den Mund. Und das hier wird wahrscheinlich ein Duschbad und eine Bodylotion sein. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Die habe ich schon, aber die riecht so gut. Ich kann euch die nur empfehlen, die ist aus dem Rossmann. Und jetzt habe ich mich angetintet. Habe ich jetzt blau an der Nase? Die riecht auf jeden Fall so gut und jetzt habe ich da so viel drauf gemacht, da muss ich mir gleich erstmal die Hände mit waschen. Achso, jetzt sitzt die Katze da natürlich auch und guckt die schon so an. Nee, nicht dabei gehen bitte, meine Liebe. Ja, aber auf jeden Fall, boah, das riecht so gut und oh. Guckt da unbedingt mal rein, das ist, achso, habe ich euch das richtig gezeigt? Das ist von Rossmann Soft and Shower, trockene Haut, Dreamcatcher und die riecht echt traumhaft. Oh Gott. Riecht ein bisschen wie das Mezzomix. Oder ich rieche den Mezzomix, weil, naja, ne? Dann steht hier, ich liebe es. Und jetzt habe ich einen Flusel auf den Mezzomix-Lippen. Jetzt ist er weg. Das fühlt sich an wie Körper... Also Körperbutter. Die Katzenhaare fliegen mich hier an. Katzenhaare mögen auch Mezzomix. Ich glaube... Ja, richtig getippt. Von Alverde Körperbutter Bärentraum. Auch daran... Ich hoffe, das ist nicht nochmal mit einer Folie bedeckt. Oder ist es doch? Ich stelle mich immer so baselig, die Folien aufzumachen. Jetzt. Oh, krass. Das riecht wie ein Joghurt. Boah. Hui. Sehr schön. Ja, da freue ich mich. Das werde ich dann nach dem Baden oder Duschen benutzen. Und das riecht richtig krass. Das riecht wie Joghurt. Ich schwöre es euch. Ui. Was ist das? Das ist von Palmolive. Das kann ich schon erkennen. Aber ich kriege es nicht auf. Ach, geh auf, los, tu es. Na, ist wenig. Doch, jetzt. Und zwar ist es Palmolive Winter Limited Edition. Was ist es denn? Transparenz. Ach, Flüssigseife. Oh, die ist ja cool. Guck mal, da ist ein kleines Äulchen drauf. Und wie riecht sie? Kann ich sie so mal aufschrauben? Oh, die riecht richtig schön. Oh, toll. Was ist denn das für ein Geruch? Steht da was drauf? Geh auf. Nee, steht nicht. Glaube ich. Nee, steht nicht. Ich kann das auch nicht richtig definieren. Das riecht auf jeden Fall sehr frisch, erfrischend, winterlich, aber sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, das ist von Palmolive. Also falls da jemand Interesse daran hat, guckt euch mal nach Palmolive um. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Und ja, das waren die Kleinigkeiten. Und ich sehe hier einen Stapel Bücher. Bist du denn des Wahnsinns? Das sind gefühlte 30.000 Bücher. Das sind schon alleine drei. Dann habe ich hier noch eins. Das sind vier.
Und dann 1, 2, 3, 4. Nochmal 4 sind 8. Bist du bescheuert? Du bist doch verrückt. Mein armer Sub, oh mein Gott. Ich freue mich wahnsinnig, aber andererseits blutet mir gerade das Herz, weil mein Sub einfach wieder weiter aus den Nähten platzen wird. Oh nein. Das ist die verrückte, zwiegespaltene Persönlichkeit eines Büchernahens. Einerseits freue ich mich gerade wahnsinnig. Andererseits denke ich gerade so, oh mein Gott, wer soll das... Oh Gott, wenn ihr mein Subtermination-Video seht, dann werdet ihr schon denken, was machst du denn da eigentlich? Du liest und liest und liest und es wird irgendwie nicht weniger und jetzt kriegst du noch so ein fettes Tauschpaket und das kurz vor Weihnachten. Ich bin überwältigt. Ich danke dir, danke dir, danke dir von ganzem Herzen und ich würde sagen, bevor ich hier weiter erzähle, fange ich an mit... Nummer 1, da steht drauf, ebenfalls nicht von deiner Wunschliste, passt aber in dein Beuteschema. Vielleicht gefällt es dir ja. Ach, du bist doch so verrückt. Ich kann es nicht anders betiteln. Sie ist doch einfach so, so verrückt, ne? Oh nein. Ah, mein armer So. Was ist das? Das Ganze heißt 3 Meter über dem Himmel von Federico Muccia. Jung, witzig, cool und unendlich romantisch. Die Geschichte einer großen Liebe, der Mega-Bestseller aus Italien. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Step liebt Barbie, Barbie liebt Step. Okay. Bevor sie ein Paar werden, geschehen die unglaublichsten Dinge und das. Und als sie endlich ein Paar sind, geht es nicht weniger unglaublich weiter. Okay, das hört sich cool an. Ich bin gespannt. Hat das schon mal jemand von euch gesehen? Für mich ist das neu. Ich habe das jetzt bis jetzt noch nicht bei den Booktubern gesehen. Aua. Anders hinsetzen. So. Aber es hört sich sehr, sehr gut und vielversprechend an. Ich bin gespannt. Dankeschön dafür. Danke. Und das sieht noch sehr, sehr gut aus. Wir haben uns ja wieder darauf geeinigt, gebrauchte Bücher zu kaufen und oder zu schenken. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Und es ist ja eine Liebesgeschichte. Also kann das nun gut werden. Dann ist hier von TT Sepp Erkältungszeit Meeressalz drauf. Das ist sehr, sehr gut. Ich sage ja, mein Freund, der wird gerne mal krank und steckt mich dann mit an. Und somit kann ich dem Ganzen dann mit mir im Badesalz entgegenwirken. Und ja, das ist sehr, sehr gut. Dankeschön dafür. Du denkst sehr gut an mich, an die Winterzeit und alles. Das finde ich sehr fürsorglich von dir. Danke, 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 meine Liebe. Ganz viele Küsschen, du, dich muss ich dann erstmal erdrücken, wenn ich dich das nächste Mal sehe für diese ganzen Bücher. Und ich dachte, ich habe dir viel geschickt, weil ich dir auch 5 Bücher geschickt habe. Dann dachte ich schon, oh, ich glaube, du hast es ein bisschen übertrieben. Aber wenn ich jetzt hier sehe, was ich hier geschickt gekriegt habe, dann denke ich mir so, eigentlich hättest du noch 2, 3 aufklatschen können. Ach, das ist bestimmt der zweite Teil, kann das sein? Oder, oh, auf jeden Fall von dem gleichen Autor, Ich stehe auf dich. Ich weiß nicht, das sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ist das jetzt... Ja, letzten 2 Jahre, das ist der gleiche Name, der gleiche Protagonist anscheinend. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dankeschön. Und die werden im Regal ja richtig cool miteinander aussehen, ne? So. Sehr schön. Ich muss mal gucken, wo mein Ullstein Verlag Regalbrett eigentlich ist. Und dann muss ich das da einsortieren. So, dann habe ich hier eine Perlenzaubermaske von Balea für normale Haut. Die werde ich mir bald drauf machen, weil wenn ich jetzt sonntags immer abends Zeit habe, dann verwöhne ich mich immer. Dann gehe ich meistens baden und dann gönne ich mir auch eine Maske und alles. Und ja, sehr gut, sehr gut. Dann steht hier drauf, nicht von deiner Wunschliste, aber ich hoffe, es ist nach deinem Geschmack. Also die ersten beiden, obwohl sie nicht auf meiner Wunschliste waren, waren auch nach meinem Geschmack so. Von meinem Geschmack, haha. Und ja, ich bin sehr gespannt. Jody Lynn Anderson, Pfirsichsommer aus dem CBJ Verlag. Auch davon habe ich noch nie was gehört. Es ist ein Junge, der, glaube ich, bei der Pfirsichernte mithilft und die beiden anderen Mädchen... Ach nee, es ist ein Mädchen. Ups. Bei den anderen Mädchen haben für sie anfangs nicht mehr als ein Schulterzucken übrig. Die Geschichte eines Sommers, in dem 3 Mädchen erfahren, was wahre Freundschaft bedeutet, selbst wenn die Liebe dazwischen funkt. Hört sich sehr gut an, werde ich dann auch mal lesen. Also auf jeden Fall
anlesen und dann werde ich entscheiden, ob es mir zusagt oder nicht. Aber ich denke, das ist ganz normal. Wenn das so außer Wunschlistenreich ist, dann muss man ja immer erstmal gucken. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Und es wird auf jeden Fall im Frühjahr oder Sommer seine Chance erhalten, mich zu begeistern. Und ich denke, das kann es. Weil wenn ich etwas anfange, dann lese ich es meistens sowieso aus und höre dann nicht einfach mittendrin auf. Von daher, Dankeschön auch dafür. Es kann mich bestimmt begeistern. Und die anderen beiden Bücher sowieso, weil es Liebesromane sind. So, dann nehmen wir mal das hier. Da ist Badekristalle. Alles wird gut. Ach, süß. Da sind so kleine Teddybären drauf. Niedlich. Wenn ich es denn abkriege, zeige ich es euch auch. Na? Streichelt die Seele und spendet Trost. So sieht das aus. Das ist total toll. Und ja, auch das kann ich gut gebrauchen. Ab und an braucht man ja so seinen gewissen Trost. So wie heute. Heute könnte ich so ein Bad gut gebrauchen. Aber ich kann leider nicht sagen, weil ich ja gleich los muss. Aber egal, es wird schon werden. Ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, anders hilft es sowieso nicht. Und ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind übrigens gut, weil es ist stockduster draußen. Ich sitze hier mit meiner Lampe neben mir, mit der neuen Kamera und mit einer anderen Lampe, die mich indirekt anstrahlt. Also nach unten gerichtet auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Und das nächste, was mir hier entgegenspringt, ist Dämonen des Lichts. Das stand auf meiner Wunschliste und, ah, toll, dankeschön. Das wollte ich unbedingt mal lesen, weil es sich eigentlich relativ gut anhört. Wenn ihr wissen wollt, worum es hier geht, ich verlinke euch die Bücher in der Infobox, weil ich ja hier das ja auch gerade nur so ein bisschen überflogen habe und nicht direkt gesagt habe. Es ist irgendwie was mit Engeln und die Protagonistin heißt Willow. Die kann das Schicksal anderer Menschen voraussehen und dann gibt es noch Alex und der tötet Engel im Auftrag der CIA und das hörte sich so toll an, dass ich es unbedingt haben musste und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Dann ist auf diesem Büchlein, was ich hier habe, also irgendwie habe ich das Gefühl, mir ist ein Buch abhanden gekommen. 1, 2, 3, 4, hatte ich ein, ach, da sind 3, ja, okay, hab's gefunden, wollte gerade sagen, hatte ich nicht 8. Wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es nur 7 wären, aber... Oh Gott, 8 Bücher mit Amazon. Hier ist einmal eine Trinkschokolade drauf, die am Stiel ist, die man dann so eintunkt. Ich glaube, die hat aber ein bisschen gelitten und ist ein bisschen abgebröckelt, als der Transport war. Aber das ist nicht so schlimm. Sie schmeckt bestimmt trotz alledem super, super gut. Und hier haben wir jetzt das schöne Eulengeschenkpapier und das scheint ein Hardcover zu sein. Und es ist... Oh, wie schön. Tanz zu den Sternen. Das wollte ich so, so, so gern haben, weil es zum einen wunderschön aussieht und zum anderen geht es hier ums Tanzen, um Ballett und so. Und das finde ich so schön. Und da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und das ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Das hat hier oben eine leichte Macke. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ansonsten ist es in einem perfekten Zustand. Und ja, mein Baumhaus-Verlagsbrett lässt auch noch Platz übrig. Von daher kann es dann da getrost einziehen. Und boah, das hat eine sehr große Schrift. Also von daher wird es sich auch schnell lesen lassen. Und ja, da hat mich die liebe Lea von The JoJo Books total drauf gebracht. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ich finde Ballett ja total interessant. Ich könnte selber niemals Ballett tanzen, weil ich einfach zu undiszipliniert bin. Das sieht man ja schon an meinem Sub. Aber ich finde es interessant. So, dann habe ich hier nochmal Glücksmasken. Glücksmomente, Happy Day, Dankeschön dafür. Ich sage ja, man kann nie genug glückliche Tage im Leben haben, also sind die genau richtig. Geh ab. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie das riechen wird. Und aufmunternde Intensivfliege mit spritzigen, frischen Sommerduft. Und Sommerduft ist doch im Winter perfekt. Da holt man sich den Sommer einfach ins Haus. Dann steht hierauf, es stand zwar nicht auf deiner Wunschliste, aber ich hoffe, du hast es noch nicht und denke, es könnte dir gefallen. Na, wenn du es mir empfiehlst, dann werde ich es wohl mal ausprobieren. Ich bin gespannt, was es ist. Es ist ein Taschenbuch, ein relativ dünnes Taschenbuch. Und ich zaubere hier hervor. Versehentlich verliebt von Adriana Popescu. Verloren Gepäckstücke und Herzen. Ich glaube, du hast da schon mal was von vorgestellt, oder? Adriana Popescu sagt mir, glaube ich, im Zusammenhang von dir selber was. Es sagt mir überhaupt nichts, aber ich werde es natürlich verschlingen. Und auch dieses ist sehr groß geschrieben und lässt sich wahrscheinlich total schnell lesen, da es eh nicht so viele Seiten hat. Wie viel hat es denn? 250? Nicht mal. 210.
Also lässt sich super, super schnell verschlingen und ich bin sehr, sehr gespannt. Kann das sein, dass du das in irgendeinem Lesemarathon oder so gezeigt hast? Ich weiß es nicht. Es kommt mir irgendwie so bekannt vor, der Name der Autorin. Und ich meine, ich habe das im Zusammenhang mit dir gehört. Und das ist ein Weihnachtsbuch. Dreaming of a White Christmas, nicht für, für Pippa. Aha. Das wird ja dann jetzt super gut passen und dann werde ich versuchen, das jetzt noch um die Weihnachtszeit herum zu verschlingen. Und ich meine, 200 Seiten sollten ja auch ein Klacks sein bei der großen Schrift. Aha, hier ist was vom Playboy, von der Bodylotion drauf. So ein Pröbchen. Das finde ich sehr gut, dann kann man das mal austesten. Na, geht ab. Das will ich, es klebt an mir fest. Das sieht so aus, das ist Play It Sexy. Ja, werde ich dann mal testen, ne? 24 Stunden Feuchtigkeitsspende, Bodylotion. Juhu! Und hier steht drauf, es ist ein bisschen verknickt. Leider hat das Buch ein wenig gelitten. Ich hoffe, du hast trotzdem ein paar schöne Stunden damit. Ach, bestimmt. Wenn ein Buch schon ein bisschen vermackelt ist, hat es ja auch schon was erlebt. Und ich meine, ich als Mensch habe auch was erlebt. Warum sollte das Buch damit was erleben? Ist ja nur gerechtfertigt. Das ist... Oh, schön. Der Sommer, als ich schön wurde. Das hat ja die liebe Sarah von The Sarah Story so gelobt und in einem durchgelesen, alle drei Bände. Und dann wollte ich das auch unbedingt haben. Und ja, jetzt ist es bei mir eingezogen. Ich habe neulich noch gedacht, ach, bestellst es dir oder lässt es oder bestellst es dir oder lässt es. Aber jetzt ist es hier und es sieht gar nicht so schlimm aus. Es hat hier oben halt diese zwei Dätsche, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann es ja trotzdem lesen. Und ja, wenn es mir jetzt wirklich atemberaubend gut gefällt und es 5 Sterne plus hat, dann könnte ich es mir ja nochmal neu kaufen. Ansonsten ist es auch gar nicht so schlimm, weil es steht ja eh so im Regal und dann sieht man das ja alles nicht, weil es ja da so steht. Ich finde das nicht schlimm. Dankeschön! Ha, da freue ich mich. Und jetzt das letzte. Hier steht einfach nur goldig drauf. Da wollte ich gerade das letzte Buch auspacken. Da ist natürlich der Kamera-Akku leer. Jetzt musste ich erstmal eine halbe Stunde warten, bis der Akku wenigstens ein wenig wieder aufgeladen ist. Und jetzt mache ich mich wirklich an das letzte Päckchen. Wie gesagt, da steht einfach goldig drauf und ich bin so gespannt, was da drin ist. Ha, ich bin nervös. Ich freue mich so, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist ein Hardcover, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das fühle ich. Ich gucke extra nicht hoch, ich halte es jetzt einfach runter, ich halte es jetzt einfach nur so hoch. Ach, es. Ah nein! Scheiße. Soll ich euch was sagen? Ich freue mich wahnsinnig über das Buch, aber das Problem ist, ich habe es genau in der Ausgabe schon und ich wollte es unbedingt als Taschenbuch haben, weil es den dritten und vierten Band nur noch als Taschenbuch gibt. Und hat die liebe Agathe mir den nochmal als Hardcover geschenkt. Jetzt habe ich das Hardcover zweimal hier. Kacke. Ah, das hätte ich ja sagen müssen, dass ich das Format haben möchte in dem Falle. Ah, kacke. Das ist so schade. Es tut mir so leid, liebe Agathe. Oh Mist, das ärgert mich jetzt, weil es ist so blöd. Jetzt habe ich das Buch zweimal und brauche es im Endeffekt noch ein drittes Mal, weil ich eigentlich wirklich gerne das Taschenbuch haben möchte. Weil, wie gesagt, Band 3 und 4 gibt es nur als Taschenbuch und ich finde das halt doof, wenn die ersten beiden ein Hardcover sind und die dritte und vierte stehen dann nicht daneben, weil es Taschenbücher sind. Und ja, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig darüber und das Buch hat einen wirklich sehr guten Zustand. Vielleicht sollte ich einfach erstmal den ersten Teil lesen und dann entscheiden, wenn es mir gut gefällt, ob ich es dann in der Taschenbuch-Version weitersammle. Vielleicht mache ich das auch so, ich muss mal gucken. Oh nein, das ist so ärgerlich, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr freut euch so wahnsinnig und dann ist man so ein bisschen ärgerlich, weil es einfach so... Ja, so überflüssig gewesen ist, dass so ein Fehler passiert, weil hätte ich ihr das von vornherein gesagt, dann hätte sie das gewusst. Scheiße, da ärgere ich mich gerade gewaltig über mich selber, aber über den Rest der Bücher freue ich mich super, 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 super gerne. Dolle und ich freue mich super, super doll über die ganzen Bücher und ja, ich mache dieses Tauschpaket mit ihr einfach so, so, so gerne, da gehört das gerne nämlich hin. Und ich bin so glücklich, dass ich die liebe Agathe kennengelernt habe und ich bin so zu Tränen gerührt innerlich und ach, so gerade so emotional aufgewühlt, weil ich das alles so schön finde, was du mir mitgeschickt hast und ich bin so begeistert und ich hoffe einfach, dass dir mein Tauschpaket genauso gut gefällt und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss und ja, schaut unbedingt mal bei Agathes Tauschpaket rein, da werdet ihr so das ein oder andere entdecken, was ich hier so zukommen lassen habe und seid einfach gespannt und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare und ansonsten einen wunderschönen Tag euch noch. Ciao!